Koningshuis reporter van de geassocieerde persdienst, geassocieerde persdienst in Holland. Als allererstes, Sie haben jetzt mitgekriegt, eben gerade ist die Königin und die Mabel hier in die Klinik gekommen. Was ist Ihr Eindruck, als Sie die beiden gesehen haben? Ja, so traurig habe ich die Königin nur einmal gesehen. Und das war in Apeldoorn nach dem Haus. Das weiß ich nicht, aber ja, es ist hier so. Und man hat gestern noch in der letzten Pressemitteilung weiß, dass er nicht aus dem Lebensgefahr ist. So ja, dann ist die Mutter sehr, sehr, sehr besorgt. Jetzt gibt es Gerücht um, dass er vielleicht schon doch tatsächlich tot ist. Wie erklären Sie das? Blindtot, tot, was ist Ihr Eindruck? Ja, für mich ist das nur reine Spekulation. Und darüber, ja, ich bin vom Fakten und nicht von Spekulation. Und wenn man dann über nichts Offizielles hört, würde ich auch nicht sagen, ja oder nicht, das gibt es immer. Aber ich glaube, dass man muss warten, bis das nächste kommt. Vielleicht können Also ist er gar nicht so oft hier gewesen. Also sie sagten ja, sonst in London, also glaube ich, regelmäßig jetzt vielleicht. Oder die waren es die letzten Jahre? Wie haben Sie ihn erlebt? Naja, Friesen, die Königin Familie und auch die Kinder, die kamen schon als Baby nach Lech. Alle drei sind Skifahren, das Baby schon Ski gefahren. Und genauso wie Alexander jetzt macht seine Töchter. Und ich glaube auch, wieso kam hier jedes Jahr, aber nicht gleichzeitig mit seinen Brüdern, weil er nicht teilnehmen wollte in Lüfte oder wollte, im Volkstermin. Und jetzt wohnt er in London und die Schulferien in Großbritannien sind andere Zeit als in Holland. Und Mabel hat mir vorher gesagt, dass sie nicht teilnehmen sein wird, weil sie zurück ist. Ja, war er dabei und das war für uns eine Überraschung. Schreiben Sie uns doch mal, was ist das für ein Charakter und wie erleben Sie das? Oh, das ist schwer. Ja. Er hat davor die Wahl, nicht richtig die Wahl gehabt. Vor 10 Jahren, wenn er verheiratet ist, hat er. Ja, kein Problem. Wann ist Geduld? Wie man das nahe wäre. Ja.